Hallo, heute gibt es ein ganz, ganz unübliches Video von mir. Und zwar ist es mein statistisches Nutzungsverhalten. Das ist nicht so unüblich, aber ich filme mit meiner integrierten Webcam, weil komischerweise das Licht da immer noch besser rauskommt, als wenn ich es mit meiner normalen Kamera filme. Und bevor jetzt erstmal wieder ewig keine Videos kommen und das statistische Nutzungsverhalten soll ja auch nicht so spät kommen im Monat, deswegen mache ich das jetzt leider so. Es tut mir echt leid. Deswegen mache ich es auch ganz schnell. Ich habe aber ein paar neue Sachen dabei. Und ich möchte mal anfangen hier mit einem Haarprodukt. Und zwar ist das ein Haarspray von Syoss. Und zwar ist das eins für starken Halt, genau. Und das ist super. Also das hat so meine Pony-Frisur revolutioniert, sage ich mal. Also ich hatte auch heute den Pony jetzt so. Und es hat sehr gewindet heute. Und es ist alles an der Stelle geblieben, wie es soll. Und es riecht okay, es riecht nicht irgendwie komisch, sondern es ist echt gut. Also mit dem bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Weiteres Haarprodukt. Ich habe diesen Monat von Herbal Essences diese Serie benutzt. Das lag vor allem daran, weil ich die mal in einer Goodie Bag hatte. Das ist nämlich jetzt hier auch so ein Testprodukt. Und deswegen wollte ich es aufbrauchen. Da kommt jetzt Wasser raus. Das wollte ich aufbrauchen, einfach weil ich es angefangen hatte. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir mal eure Erfahrungen mit Herbal Essences, aber also meine Haare haben echt extrem geglänzt damit. Also ich vermute, dass da Silikone drin sind. Ihr wisst ja, ich bin der Meinung, das heißt nicht unbedingt was Schlechtes, kommt halt auf die Wertigkeit der Silikone an. Aber ja, es hat auf jeden Fall extrem geglänzt. Natürlich sollte man da vielleicht nochmal einen richtigen Produktcheck machen. Dann auch noch aus der Dusche, was auch ein bisschen tropft, ist von Balea dieses Cremeöl-Duschpeeling mit Chai-Geruch. Das ist echt toll. Also das riecht richtig gut, nur die Verpackung ist ein bisschen mühsam. Also ihr seht schon, die sieht schon sehr verknautscht aus und es kommt auch gerade schon schwierig was raus, obwohl noch viel drin ist. Aber sonst ist das super und es kostet auch nicht so viel. Wir machen mit diesen Hautgeschichten weiter. Aus der Glossybox mal von Kiehl's ein Tonic oder so ein Spray eben. Das mache ich ganz oft drauf. Ich glaube, das strahlt jetzt leider zu arg. So sieht man es ein bisschen, aber ihr könnt es leider nicht lesen. Ja, das ist so ein Spray, was ich gerne benutze, entweder vorm Schlafen gehen oder um mein Make-up nochmal ein bisschen zu setteln und dass man eben nicht so arg sieht, dass man Make-up und Puder drauf hat. Und dafür ist das echt gut und es hat eher so einen gesunden medizinischen Geruch. Genauso die Azulenpaste, kennt ihr ja auch, kann man immer mal brauchen. Ja, ich brauche die auch. Und ich finde die also wirklich super genial. So, dann hätte ich noch ein Parfüm, was ich diesen Monat sehr viel benutzt habe. Im Winter werde ich es jetzt noch mehr benutzen und im Herbst. Und zwar ist das Flower Bomb von Viktor und Rolf. Das mag ich sehr gern. Das ist ein total cooler Duft, den ich schon lange haben wollte und mir jetzt endlich gekauft habe. Dann habe ich noch ein paar kosmetische, Dekorativkosmetik, solche Produkte eben. Da habe ich einmal diese Mascara aus der Glossy Box. Das ist die L'Oreal Studio Secrets Mascara mit der Base. Und wenn man sich ein bisschen an die Benutzung gewöhnt hat, funktioniert die super gut. Ich trage die heute auch. Das steht jetzt nicht so gut mit dem Pony, beziehungsweise da ist auch gar nicht mehr so viel von übrig, weil ich da eben beim Lernen und Schreiben dran rumgespielt habe. Dann habe ich hier noch von Essence diese Eyeshadow Base, die hat meine Schwester mir empfohlen und mitgebracht. Und die hat mir einen sehr witzigen Tipp gegeben und ich konnte es erst nicht glauben. Und es funktioniert natürlich auch nur, wenn es gerade zufällig auf eure Hautfarbe passt. Aber sie benutzt die auch so ein bisschen als Concealer unter den Augen mit. Also sie schminkt sich hier so komplett damit quasi. Und ich habe das dann ausprobiert und es hat echt super gut geklappt. Also es ist wirklich unglaublich. Und ich habe immer Probleme, Concealer zu finden, die hier passen und die dann irgendwie nicht komisch aussehen und dass es dann nicht trocken wird. Und mit dem Zeug ist es echt, also es hat echt gut geklappt, da bin ich echt begeistert. Auch noch von ihr bekommen habe ich von Manhattan diesen abgeschrägten Pinsel für Eyeliner. Habe ich auch benutzt, deswegen ist der ein bisschen dreckig und ja, ist genauso gut wie der Alverde-Pinsel, nur den finde ich auch gerade nicht und ich mache jetzt einfach mal einen Langzeittest, aber bisher konnte ich jetzt keinen Unterschied zwischen den zwei Pinseln feststellen. Dann habe ich einen Lippenstift heute nur und das ist von Dior Addict.
Ja, jetzt ist Jimmy fast runtergefallen. Von Dior Addict Show. Ich trage den auch gerade. Das ist so ein relativ kräftiges Pink. So. Ihr wisst ja, die werden immer leicht schier, von daher passt das schon. Aber gerade zu meinen dunkleren Haaren momentan und solchen Farben, wie ich jetzt gerade trage, passt das sehr schön. Perfekt dazu passt dieses Rouge von The Body Shop. Ich glaube, das hatte ich die letzten Male auch schon dabei. Und das ist einfach so ein schönes, tolles Rouge. Man kann beide Farben mischen, man kann die Farben einzeln benutzen. Das ist echt toll. Also das kann ich nur empfehlen. Coral heißt es. Also es heißt einfach, also es ist Coral, eigentlich ist das ja nur diese Farbe. Aber diese rosa Farbe passt auch sehr schön. Gerade trage ich aber Desert Rose von MAC. Dann habe ich noch einen Highlighter wieder für mich entdeckt und öfter benutzt. Sorry, dass es da manchmal ausgeht, das ist der Bildschirmschoner. Und zwar ist das von Essence Fairy Tale Shimmer Powder. Leider natürlich ein LE-Produkt. Aber das kennt ihr ja noch von Weihnachten letzten Jahr war das, glaube ich. Mann, wie die Zeit vergeht. Und ein Beauty-Produkt noch, und zwar Nagellack, ist hier der von Annie, ich weiß es nicht genau. Ich muss sagen, ich war mit diesem Contest und so nicht so super zufrieden, nicht weil ich irgendwie nicht gewonnen habe, sondern mit der Abwicklung. Ich musste halt relativ lange da hinterherlaufen und ich habe am Ende keinen einzigen der Lacke bekommen, die ich eigentlich so angekreuzt hatte. Was ich aber sagen muss, die sind super. Also von der Qualität her sind die echt okay. Und die glänzen extrem schön. Also da muss ich sagen, Daumen hoch. Jetzt habe ich noch so diese Living Lifestyle Fashion Sparte. Eieiei. Und da hätte ich zum einen ein Pillow Spray, was ich gerade die ganze Zeit benutze. Und das ist das hier mit dieser Duftnote Baumwolle Cotton. Ich sehe hier hinten, das kostet ca. 10 Euro. Leider kann ich euch nicht genau sagen, wo man das kriegen kann. Ich lasse mir es immer mitbringen, das riecht so göttlich. Also ich würde es am liebsten als Parfüm benutzen. Dann habe ich noch mein kleines niedliches Handykissen. Bei mir auf der Arbeit beschweren sich immer ganz viele, dass mein Handy andauernd klingelt und meine E-Mails und dann brummt es. Und also ich habe es meistens lautes, aber dann vibriert es eben und es ist auf den Tischen sehr laut. Jetzt habe ich dieses Kissen von meinem Freund geschenkt bekommen. Und ja, jetzt bin ich quasi schallgedämpft, aber ich mag es auch sehr gern. Und dann habe ich noch zwei Schmuckstücke. Zum einen habe ich hier diese Kette von H&M, die ja sehr viele kennen. Ihr seht schon, ich stehe gerade so auf diesen Chrom-Look so ein bisschen und die ist echt cool. Also die ist von H&M, hat, ich glaube, knapp 10 Euro gekostet oder 8. Und ja, die ist super. Und dann sehr, sehr oft getragen und mag ich wirklich sehr gerne, ist mein Armband. Von Hermes habe ich mir bei einer kleinen Reise gekauft, auch als Erinnerung. Und ja, das liebe ich über alles. Ich glaube, das war eine Investition, die sich einfach gelohnt hat. Und ja, bin ich sehr glücklich mit. Ja, des Weiteren zu meinen Flops. Aber wobei, ich habe ja keine Flops. Ich habe ja in meinem statistischen Nutzungsverhalten auch Dinge, die ich sehr oft benutze, die aber eigentlich gar nicht so cool sind. Und hier seht ihr das. Das sind meine Bücher, gerade noch für meine Thesis, die ich fleißig bearbeite. Und da ich das sehr viel gemacht habe, gehören die auf jeden Fall dazu. Außerdem habe ich gerade auch einen sehr hohen Verbrauch an Post-its, wie ihr sehen könnt. Und ja, das werde ich jetzt auch noch 2-3 Tage machen und ich hoffe, dann ist es endlich vorbei und dann kommen auch endlich wieder coole, schöne Videos mit Licht. Als hätte es der Computer gerade geahnt, dass ich das sage, mit Licht und ja, schönen Locations und aufwendigere Themen und ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ihr noch kurz was von mir gehört habt. Ich lade es auch einfach direkt hoch. Und ja, beim nächsten Mal ist es dann bestimmt wieder alles besser. Und wünscht euch doch einfach ein Thema unten in den Kommentaren. Das fände ich super cool. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.